Yo! Und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad-Builder von meiner Seite. Heute geht es um ein 1-Million-K-Squad hier. Das ist unsere Formation 4-3-3 in der zweiten. Und heute haben wir den guten alten Kevin. Es ist nämlich Trapp. Da könnt ihr natürlich wählen, was ihr wollt. Ich nehme die 84er-Version, denn die hat es auf jeden Fall in sich. Genauso wie David Alaba, den wir hier aber nur in der normalen Version haben. Einfach der Position wegen. Dann haben wir das Monster schlechthin Jerome Boateng. Kann man natürlich auch den Inform nehmen, aber der Preisunterschied ist dann doch eine ganz schöne Menge. Und das würde den Rahmen sprengen. Bei Silver ist das ähnlich. Hier 97.000, das geht noch. Also da kann man in den Inform investieren, muss man allerdings nicht. Also ich würde es euch nicht empfehlen. Dagegen ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis her lohnt sich hier auch nicht der Inform, aber allein des Ratings wegen kann man hier den Inform nehmen. Deswegen tue ich das ja auch, weil ich es hier bei ihm für sinnvoll erachte, einfach weil er sonst eine Art Schwachstelle ist. Das also unser Rechtsverteidiger hier, Serge Aurier. Dann Lahm. Viele denken, hat vielleicht nicht genug Pace, beziehungsweise hat einfach keine Physis, das ist ja das Hauptargument. Aber meiner Meinung nach, er antizipiert so gut, dass er diese Physis nicht braucht. Und dann haben wir hier natürlich auch Brecher. Und im Verlauf des Teams werden wir nämlich jetzt auch noch einen Brecher dazu bekommen. Hier haben wir erstmal Ilkay Gündoğan. Upgrade natürlich, ich denke, das reicht völlig, man muss nicht den Inform nehmen. Ja, und dann haben wir noch hier noch Yaya Touré. Das ist natürlich auch jemand, der sehr, sehr brechermäßig wirkt und genau deswegen steht er da auch mit einer, die Arbeitsraten gehen eigentlich soweit in Ordnung. Hier Medium Low, High Medium und Medium High. Das ist eben auch ein Vorteil des Philipp Lahm und genauso ein Vorteil der Arbeitsraten hier rechts, das ist nämlich Kevin De Bruyne. In der Inform-Version natürlich ein sehr, sehr guter Spieler, meiner Meinung nach auf der rechter Flügelposition, denn dort kann er vor allem sein Passspiel, wenn es um lange Bälle geht, wenn es um Bälle auf den Stürmer Sergio Aguero geht, den wir jetzt natürlich auch reinbringen, dann ist er da überragend, meiner Meinung nach auch ein, trotz des Paces, und er hat halt auch überragenden Schuss, Dribbling spricht für sich, Physis spricht auch für sich. Natürlich kann man ihn auch im ZOM aufheben. Ich habe ihn jetzt aber hier reingetan und er erfüllt seinen Job auch sehr gut. Genauso wie Marco Reus, von der Qualität her nicht ganz so wie die anderen. Dafür aber an einigen Stellen überragend, an manchen nicht so. Also insgesamt ein Team, das jetzt hier 670.000 kostet, ist jetzt hier nur so wenig. Ich hatte es etwa mit 1 Million angetitelt, weil hier sind natürlich Informs drin. Ne? Wenn wir hier jetzt nochmal den Boateng Inform nehmen, dann sieht das Ganze schon mal so aus, for example. Und deswegen habe ich auch ja hier den ein oder anderen Inform weggelassen. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao.